Jetzt geht's hiermit weiter. Das Ganze ist eine Einheit aus dem alten DIN A3 Kopierer und das soll jetzt eine Platinenfräse werden. Der Gedanke dabei ist, dass ich hier so diesen Antrieb verwenden kann eventuell, den Vorschub, die Führungsschienen. Obendrauf als nächste Ebene kommt wahrscheinlich dann das gleiche nochmal aus dem DIN A4 Gerät. Dann hätte ich eigentlich schon das meiste erschlagen. Dann brauche ich nur noch für die Z-Achse irgendwie einen kleinen Vorschub, um aufzusetzen auf die Platine. Ich habe im Grunde ja die meisten Teile dafür schon da. Ich habe hier noch eine Repre-Platine und alles mögliche an Steuerteilen. Hier unten ist auch noch alles mögliche, was man dafür braucht. Und es lag schon ewig lange rum. Dann habe ich auch noch hier einen ziemlichen Vorrat an anderen Teilen aus Kopierern, auch noch verschiedene Antriebsstränge und Einzelteile und weiß der Geier was. Also sollte sich da irgendwas bauen lassen. Momentan bin ich ganz zuversichtlich und werde da jetzt einfach mal mit anfangen, werde das Ding zerlegen und ja alles abbauen, was nicht notwendig ist. Ja, inzwischen habe ich hier jetzt schon einiges dran weggebaut. Die Scheiben sind runter und man kann jetzt mal so ein bisschen was vom Innenleben sehen. Was das da ist, habe ich keine Ahnung. Ist irgendwie was sehr Interessantes. Wenn das einer kennt, sag mal Bescheid. Ist ja irgendwie mit einem breiten Bussystem angebunden an die Hauptplatine. Keine Ahnung, was das sein soll. Ja, das hier unten, das sind Lichtsensoren. Die erkennen, wie das Papier draufgelegt ist. Und das hier ist die Scan-Einheit mit der Beleuchtung. Wobei interessant ist, wenn ich jetzt hier dran drehe, dann bewegen sich zwei Schlitten, ich zeige das mal von der Seite, und die wandern dabei auch noch auseinander. Die treffen sich ganz rechts, da liegen sie dann übereinander. Ja, das ist einmal, ob ein Vorlageneinzug gebraucht wird oder ob das Glas genutzt wird. Ist immer der gleiche Scanner, der da benutzt wird. Was ist Hund? Das ist immer der gleiche Scanner, der benutzt wird und deswegen fährt er halt nach vorne ran. Aber dass das zwei Schlitten sind, wusste ich jetzt auch nicht. Ja, mal schauen, wie man das umbauen kann. Was auf jeden Fall gut ist, ist hier links die starre Achse. Die geht komplett durch und wird von außen angetrieben hier über den Motor. Und das wird ganz gut als Antrieb für die unterste Ebene sein. Ob dieser Rahmen hier genug hält, wage ich zu bezweifeln. Ich weiß nicht, wie sehr der da aufliegt und wie gut der da gelagert ist. Also da ist irgendwie eine Blechkante, auf dem das Ganze liegt, aber wenn da zu viel Gewicht drauf ist, wird das wahrscheinlich nicht so rutschen, wie ich mir das vorstelle. Momentan ist so der Plan, hier oben drauf eventuell irgendwie Gleitschienen zu legen oder sowas. Und von unten her praktisch nochmal einen kleinen Riemen, der nach oben den Antrieb fortsetzt, praktisch auf das nächste Teil. Ja, aber wie gesagt, so richtig schlüssig bin ich da noch nicht. Ich will jetzt erstmal hier weiter zerlegen und mal alles ausbauen, was ich nicht brauche und nur noch die Mechanik drin lassen, die interessant ist. Ja, schauen wir mal. Ja, so schaut es jetzt aus. Mittlerweile ist die Platine darin verschwunden, die Sensoren sind raus und eigentlich sieht das hier immer besser aus, weil der Platz, der sich hier entwickelt hat, der müsste eigentlich reichen, um die ganze Kiste da unten drin zu verstauen und den kompletten Antrieb unterhalb dieser Ebene praktisch hier hinzubekommen, um ja praktisch den Vortrieb dann anschließend darüber gehen zu lassen noch. Das würde bedeuten, ich hätte ein Druckbett von DIN A4. Wäre schon ganz geil. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Jetzt geht als nächstes hier noch die ganze Scan-Einheit raus und ja, mal gucken hier so Sensoren und sowas, was man da vielleicht noch gebrauchen kann. Die Endschalter, die werde ich drin lassen. Mal gucken, brauchen wir ja nicht alles neu erfinden. So Leute, inzwischen ist das Ding nackig. Hier diesen oberen Träger habe ich mal komplett rausgenommen. Ja, was mich so ein bisschen stört, der läuft hier nur auf Gleitlagern. Also, bis da hinten sind irgendwie beschichtete Kanten,
keine Ahnung, was da drauf ist. Ja, auf jeden Fall sind diese beiden Gummidinger oder Plastikteilchen liegen da drauf und werden dann hier von diesem Mitnehmer gezogen. Der ist dann hier oben in dem Loch verschraubt. Auf der anderen Seite ist genau das Gleiche. Ja, so in etwa liegt er dann da drin. Die Überlegung ist jetzt, ob ich aus dem zweiten Kopiererteil nochmal das gleiche Ding rausbaue. Das hier. Zwei praktisch gegenüber mache. Dann habe ich eine gerade parallele Fläche, die halt doppelt so breit ist und die mir eigentlich reichen müsste als Träger. Ich weiß bloß nicht, ob dieser kleine fuddelige Mitnehmer das auf Dauer aushält und auch das Bettchen, was das zieht. Die nächste Alternative wäre halt nochmal auf der rechten Seite irgendwie eine Stange einzubauen, in der Art wie die da. Die haben da einfach irgendwie hinten ein Lager in der Rückwand drin. Das könnte man auf der anderen Seite auch machen. Die Frage ist nur, ob man das von Hand genauso genau hinbekommt und genauso zentriert. Dann hätte ich zumindest zwei gegenüberliegende parallele Stangen. Könnt ihr dann damit was anfangen? Ja, die andere Geschichte ist, ich habe hier gerade schon mal aus dem hier in einem anderen Kopiererteil was Interessantes gefunden. Das ist nämlich hier so ein gelagertes Gummidingen. Wenn man das nehmen würde, praktisch so wie es jetzt steht, unten einbauen, hätte man auf der gleichen Höhe den Mitnehmer, der würde was ziehen und das Gewicht würde aber entlastet werden über diese Rollen, dass das praktisch hier drin frei schwebt und nur auf den Rollen aufliegt. Ja, das ist so die erste Überlegung nach dem, was sich jetzt hier so präsentiert hat. Ich werde das wahrscheinlich erstmal so ausprobieren mit dem, was da ist, ohne irgendwie neu aufhängen zu basteln. Und werde mal gucken, ob das funktioniert. Wenn das Ganze dann zu ungenau ist, kann man ja immer noch was verbessern. Aber für den ersten Test wäre das schon mal eine schöne Sache. Ja, das soll es fürs Erste gewesen sein. Macht's gut. Ciao, ciao.